kommt mir bekannt vor. So, gucken wir mal. Denken wir, welche Art von Geist es sich handelt. Machen Sie ein Foto vom Geist, nutzen Sie die Teammitglieder, Zeuge eines Geist-Events werden, fotografieren Sie dringendes Wasser in einem Waschbecken. Was für Name? Mary Garcia. Mary Garcia. Südamerikanische Latina auf der Suche nach ihrer Liebe. Oh, sie ist wieder hier. Hier ist ein Schlüssel. Ich würde die Kamera wieder da hinten in die Ecke stellen. Hello, darkness, my old friend. Ich schau mal in den Keller. Oder ist einer von euch im Keller? War jemand von euch im Keller? Ich bin nicht hier. Nein. Du bist dann unten zwischen essen. Weil der Kerl hat mich aufgemacht. Der hat mich aufgemacht. Also, okay. Oh, ich bin hier runter. Ja. Mary Garcia, gib uns ein Zeichen. Ah ja, die hat das Licht ausgemacht. Das ist super. Das war ich. Ey, du machst die Funktion aus. Das war ich. Das war ich. Nenn mich Angel Pussy. Das war ich. Das hast du komplett hier unten das Licht ausgemacht. Mary Garcia. Tja, Kameramann, warum steht die Kamera nicht? Ich hab hier nur die Kamera, ich hab nur Stativ. Ah, da ist eine Kamera. Ja, das Stativ steht irgendwie kacke dort. Ja. Hallo, machen Sie Ihren Job, hallo! Ey, das mach ich schon, ich auf der Arbeit die nicht. Die Kamera ist scheiße hingelegt, die kann man nicht drehen. Die wird dann halt in diese Richtung, wo ich halt hinschaue, wird die halt sein. Mann, ja, jetzt das Ding wieder auf. Du musst das Ding ein bisschen drehen. Weil das wird dann halt da, wo ich halt stehe, wird die Kamera halt ja, dann zeigen. Ja, du musst mit dem Körper musst du drehen. Das heißt, du musst wieder aufheben, das Ding. So, wie dreh ich das jetzt? Ja, du musst dich auch anders hinstellen. Die ist fest, ist die. Jetzt stellst du hin. Ja, fast richtig. Und dann geh. Nur noch Kacke, oder? Ja, ich glaube, du guckst nicht. Besser als vorher. Die schaut zur Tür. Ja, wir gucken auf jeden Fall hier den Gang an. Das ist ja schon mal gut. Wir gehen mal investigaten. So, das war's. Hello. It's me. Hier ist ein Ding ins Runtergefallen, ne? Mary Garcia. Können Sie mich hören? Die Kamera steht gut. Steht so wie vorhin. Geben Sie mir ein Zeichen. Reden Sie mit mir über mein Radio. Hallo. Miss Garcia, bitte reden Sie über Hallo. Mein. Bitte reden Sie über mein okay. Mikro-Headset, über mein Radio. Wir haben übrigens noch eine Minute, bevor der Geist aktiv wird. Das ist aber eigentlich scheißegal, weil der bisschen dauert auf 4 gerade. Ja, ich hab die gerade versucht 3, zu rufen. 2. Wer von euch hält die Tür zu? Das nochmal, das klappt gut. Geisterbox? Ich finde den Namen Mary Garcia sehr erregend. Sehr erotisch. Ja, sie. Mary Garcia war eine Vollblut-Latina zu Zeiten ihres Lebens. In Kolumbien hat sie gelebt. Nein, das Kolumbien. Ist Amerika. Damit Kolumbien Amerika. Wie alles abgehoben. Wie alles abgehoben. Ja, das ist von hier. Was? Ja. Als letzter Freund und Helfer würde ich nur mal auf euch aufmerksam machen. Lass die 5 Minuten rum. Wo laufen wir hin? Gerade auf 1. Ja,
Ja, der kann nichts anderes. Das hier und hören Sie auf zu trollen. Gehen Sie mit rein oder bleiben Sie weg? Und nicht weinen. Ein Zeichen, Hand ab, Durk. Ein Hinweis, ein Hinweis. Haupteingang links. Hier ist was hingefallen, hier ist was hingefallen. Die Zahnpasta. Hier im Badezimmer sind, noch, sind zwei Abdrücke. Ein am Fenster, Hinweis! Am Fenster und an der Tür. Oh, Handabdrücke, Handabdrücke. Das hab ich doch gerade eben gesagt. Was hat der gesagt? Ja, du hast auch mal jetzt. Ich hab Beweis 1. Fingerabdrücke gemacht. Voll nach hinten, du zeigst dich drauf. Ich hab doch das Ding doch drauf. Ja, jetzt. Wo war der Handabdruck? Hier am Fenster ist noch einer. Oh, Ausschlag, auf drei. Oh Mann, die ist safe. Toilettengeist, Mann. Wir hatten gerade 3 Grad. Ist auch immer noch. Also hier ist nix. Also. Zeichen nur im Bad. Holt mal das Buch. Jetzt aber die ganze Zeit für den Geist und Tippen. Ja, Ausschlag 3, Ausschlag 3. Richtung Zimmer hier links. Richtung dieses Zimmer. Da, links. Bei mit F, hinknien, mit C. Mary Garcia, gib uns ein Zeichen. Treff was ins Buch. Die ist nicht im Bad, die ist nicht im Zimmer. In der Heizung der Kolumbianer. Welches Zimmer? Hört ihr, das Zimmer links neben dem Bad. Kinderzimmer, glaube ich, links. Yes, Dave. Kinderzimmer, da war die, da hat die 3er Ausschlag. Die war hier vorne, die war hier vor uns direkt. Die war hier vor der Haustür. Ich hab da hingeschaut, das war eine Frau. Ich hab's gehört. Die hat die Wand angeschaut. Holy Mau, ich dachte, das war von euch, ey. Holy shit. Warum sind die immer bei mir? Ich hab's auch gehört. Die hat ein bisschen gesummt, ne? Ja. Ach, hier ist doch Wasser, da ist die Tür auf. Ach, da war einer drin von euch. Ja, ich war das. Die stand davor. Die stand davor? Die stand davor, ja. Oh Gott. Die stand davor und hat da hingeschaut. Oh Gott. Ich dachte die ganze Zeit 4er Ausschlag so. Ich dachte mir so, ey, warum steht da einer von euch so komisch da? Und dann so, warte mal, Matthias ist bei mir. Jan ist irgendwo links. Julian ist ein Typ. Julian hatte 4er Ausschlag. Mary Garcia, hören Sie mich, sprechen Sie mit mir. Frau Garcia. Ist die Tür zugemacht? Ich hab nicht die Tür zugemacht. Ja. Ich hab Ausschlag, Tür Ausschlag. Ich höre hinter mir irgendwas unangenehmes. Der hat Musik gespielt. Der hat Musik gespielt. Vierer Ausschlag, ich bin direkt hier. Vierer Ausschlag, ich muss direkt in der Nähe sein. Ja, hier links. Links in der Ecke. Mary Garcia, ich finde das nicht mal sehr lustig von ihm. Hier ist hinten in dem Zimmer da. Wir müssen nach dem Buch gucken. Also müssen wir eh zwar schmecken. Kommt, alle Mann. Ich sehe das Fenster hier links. Ja, komm mal rein hier, mach mal die Tür auf. Ich dachte, es wäre neben anders Zimmer. Hier ist ein Handabdruck. Ja, nimm mal das Buch mit. Roll. Ist der Ausschlag direkt ausgeschlossen? Woran erkenne ich, dass ich was reingeschrieben habe? Wenn da was reingeschrieben ist. Ich glaube, hat sie nicht. Nee, hat sie nicht. Ich kann einfach hier, leck den mal hier rein, glaube ich. Wo bist du? Hier in dem Raum. Leg mal aufs Bett.
Ja. Was? Dein Boxing. Ach, jetzt muss ich noch mit der Stampe noch reden. Das finde ich ja super. Maria Garcia, treib was ins Buch oder gib uns ein Zeichen. Ach, die hat mir geantwortet. Die hat mir geantwortet. Ach, hallo. Ja, da kannst du eintragen. Ja, du musst freie Hand haben. Ich habe Ausschlag hier. Freie. Warte, ich guck mal aus dem Fenster, wie der Grund ist. Warte, ja, muss ich hier hinstellen? Hier? Ja. Oh. Ich sag sie. Plakat. Tür zu. Ich bin hier sicher. Ich bin tot. Ich lebe mich! Ich lebe mich! Ja, ich lebe! Ich sehe sie. Hat einer von euch ein Foto? Hat einer von euch ein Foto von ihr gemacht? Ja! Liegt der da oder ist er im Nebenraum? Ich glaube, er lebt nicht mehr. Ich kann mir seine Lampe hauen. Ja, Jan ist tot, das hat er doch mal gerufen. So, ich hol mir seine Lampe. 4, 3 Aussagen, 3 Aussagen. Bei Jan. Wo ist denn die Leiche? Leiche liegt hier. Nehmt ihr die Kamera mit? Ich hab die Kamera. Und die Lampe. Drei Aussagen. Lass mal kurz nochmal rausgehen. Alter, die haben mir echt Scheiße gestellt. Genau wegen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber der weiß gar nichts. Warte mal, schau mir auch an. Mach besser. Also, umändern. Ich hör's auch, ich geh raus. Boah, da vorne steht die. Ja, oh, ich hab sie gesehen. Da, hat jemand von euch eine Kamera gehabt? Ich hoffe es einfach mal. Hat jemand von euch eine fucking Kamera gehabt? Julian. Jan hat die Kamera gehabt. Ich hier die Kamera. Oh, wir hätten nur ein Foto machen müssen. Das ist doch Bullshit. Ach, hier liegt eine Lampe. Jens, deine Sanity ist niedrig auf 30 fast. Jens, hat jemand eine Taschenlampe irgendwo? Was ist? Alles gut. Da kommt die wieder. Hörst du das? Ja. Lina muss doch mal im Schrank drin sein, das wäre glaube ich dann besser. Highly active. Roger. Matthias, soll ich mich mal im Schrank verstecken? Du willst dich im Schrank schaffen, ja, ich kann ein Foto machen. Weil ich glaube, Türen kann die glaube ich nicht öffnen, oder Julia, hast du immer die Tür zugehalten? Okay. So, ich rufe sie jetzt. Also, ich glaube, ich war besser, ob die Dinge
Türen öffnen kannst. Was hast du gesagt, jetzt? Ich hab gesagt, ich ruf die jetzt und du warst da vor der Haustür. Ach, da zoomt die. Tür ist zu, Tür ist zu. Frau Garcia! Okay, okay. Seien Sie nett zu mir. Ist irgendwas passiert? Ist wieder auf Null. Matthias? Nicht gesehen. Frau Garcia! Hola! Ist noch nicht? Ich bin noch da. Aber irgendwie passiert hier nichts. Hieß sie nochmal irgendwas mit Garcia? Garcia! Bitte was? Hat er nicht eben in die Geisterbox gesprochen oder so? Das weiß ich gerade nicht mehr. Ich glaube aber schon. Dann ist das doch unser dritter Hinweis. Dann bist du locker. Aber wir wollten auch mal gerne ein Foto machen. Oh, oder Mary! Ist auf der Map? Ist denn nicht im Haus, oder was? Mary Garcia! Ich rufe die ganze Zeit, aber irgendwie passiert hier nichts. Also ich rufe die ganze Zeit, aber hier passiert irgendwie nichts. Mary Garcia, bitte kommen Sie her, aber öffnen Sie nicht den Schrank hier, das wäre uncool. Summen Sie oder singen Sie nochmal was. Das fand ich sehr hübsch. Mary Garcia. Oh, da ist die. Mein Licht flackert. Die müsste bei mir sein. Die müsste bei mir sein. Die ist bei mir. Was ist? Die Tür geht, sobald die Hand hat, geht den Türen immer zu, Matthias. Sanity ist auf 5, auf 2%. Na, solange ich nicht sterbe, ist doch alles super. Wiedersehen. Mary Garcia. Die Hand ist wieder. Mein Licht flackert. Gerade die Tür ist wieder zugegangen. Mary! Ich liebe sie! Ich geh gucken, ob die Luft rein ist. Ist auf 0, ist auf 0. Ist auf 0. Habt ihr ein Foto? Jens ist in Sanity, ist auf 1, auf 0. Okay. Wenn ihr mich erwischt, dann erwischt ihr mich halt. Aber hoffentlich habt ihr jetzt ein Foto davon. Nee, haben wir nicht. Weil sonst, ich weiß nicht, gibt es hier irgendwo noch einen Schrank, wo dann einer verstecken kann? Weil sonst muss einer dann hier irgendwie vom Flur sein, rufen. Und dann, wenn ich hier vor mir hier steht, irgendwie ein Foto machen und dann irgendwie gucken, dass hier irgendwo hier jetzt, bei den Räumen noch irgendwas ist. Oder ihr hält dann jetzt einfach die Tür zu. Da, wo die ganze Zeit spawnt, ist hier ein Kinderzimmer links. Da ist auch ein Dingens, ne? Ein Schrank versteckt da drin. Jetzt kann von Fenster aus ein Foto schießen. Alles klar. Ist jetzt gerade hier alles sicher? So, ich geh gucken, ob die Hand sitzt. Moment. Ist auf 0, kannst du laufen. Ist noch 2. Ich hab Foto. Nice, die war glaube ich direkt vor meiner Tür, ne?
War die vor meinem Regal gerade eben? Weil ich habe da irgendeine Hand gesehen. Kann mir mal bitte eine Antwort, ob jemand vor mir war? Hallo? Jens, Sie leben noch! Ja, die war glaube ich vor meiner Tür, wo ich gerade zugemacht habe. Nee, ich hab's ganz knapp überlegt. Sie war auf jeden Fall in diesem Raum auch drin, ne? Was ist? Sie war auf jeden Fall in dem Raum drin. Okay, ja, ich glaube, dann habe ich ihre Hand, glaube ich, gesehen, weil ich habe gerade die Tür zugemacht. Und dann wollte ich die andere Tür zumachen, habe ich da irgendwo eine Hand gesehen. Ja, du bist ja echt scheiße versteckt, weil der Kopf die ganze Zeit aus dem Schrank kommt. Ich kann nichts ja, dafür. Ich hab ein Foto, wie die genau vom Fenster steht und mich anguckt. Okay, das ist krank. Also es zählt halt einfach nicht, weil das Ding ist, man muss drin sein, um das Foto zu machen. Da steht einfach ein Foto vom Geist. Und die Quest ist noch nicht abgeschlossen. Ja, ich habe auch keine Dinge mehr. Ich glaube, ich werde hier nicht mehr leben rauskommen, Alter. Ey. Ja, mein Licht flackert. Und die ist wieder vor meinem Regal. Mary, bitte lassen Sie mich in Ruhe, das ist Belästigung, was Sie hier machen. Kann ich wieder raus? Tür ist zu. Ist jetzt wieder offen. Jesus, Alter, ey. Also warte, was haben wir hier? Jetzt hat einfach noch 2. Ne, 0 oder 3. Ich glaube, ich habe gar keinen Geist ausgewählt, ne? Ich auch nicht. Was hat so schnell weggemacht? Geist war ein Poltergeist. Ach, da, hier. Das hier. Da, genau was du dir gerade anguckst. Also, da. Alter. Da warst du in dem Schrank. Und dann standen die da und hab ich angeguckt. Oh mein Gott. Und das ist auch ein ganz schönes Bild. Hier habe ich auch so gesehen, Rechtsklick gedrückt. Ah, Julia fotografiert. Alter, das sieht doch voll creepy aus. Wo ist denn das Bild? Zeig mal. Hier, an der Wand. Da ist halt eins an dem Fenster, da siehst du die einmal. Also, pass auf, ihr müsst irgendwo eins sehen. Da muss irgendwo eins sein, da steht die hinterm Fenster. Doch, hier sehe ich da so ein Fenster. Das sieht so krass aus. Und da müsste noch irgendwo ein anderes sein, das ist genau dasselbe Fenster, da ist die nur nicht zu sehen, weil ich genau in dem Moment fotografiert habe, als man sie nicht gesehen hat. Alter, also das sind richtig geile Bilder, ey. Matthias macht das, glaube ich, beruflich, Geisterfotografieren. Geisterfotografieren? Ja.